Hä? Zeit zum Kämpfen? Was? Wo? Oh, Klein! Hatte ich erwähnt, dass dir der Zugang zu dieser Zone verboten ist? So verboten! Nein, Lobotomiten. Okay, die machen jetzt nicht besonders viel Schaden. Nimm ein Stimpack. Also irgendwie sind die Stimpacks ganz schön wirkungslos, wenn der Anzug die automatisch einsetzt. Ja, ich benutze schon absichtlich diese Waffe, weil wir machen dadurch zwar weniger Schaden an den Lobotomiten, aber... Aber, liebe Freunde, wir haben für die Waffe halt so viel Munition, dass wir uns das durchaus leisten können. War das schon alles? Scheint schon alles gewesen zu sein. Karawanenschrotflinte nehmen wir mal mit. Und Reinigungsmittel nehmen wir jetzt auch einfach mal mit. Ich würde nämlich gerne echt mal so kosmische Messer oder sowas herstellen. Aber mich interessiert nach wie vor immer noch, woher wir die kriegen. Ich dachte ja echt Old World Blues, aber anscheinend doch nicht. Und die Waffe hat auch schon ganz schön gelitten. Verdammt nochmal. Schluss mit Schleichen. Jetzt wird gekämpft. Bitte was? Sag mal, sollen wir uns... Einstellung der Feindseligkeiten abgeschlossen. Sollen wir uns jetzt tatsächlich... Oh nee, das ist so ein scheiß Anzug. Oh nee. Oh oh. Was? Was? Bleib stehen, Alter. Das ist ja tatsächlich der Anzug, der hier gegen uns kämpft. Nicht der Typ, der drin ist. Der Typ, der drin ist schon lange tot. Okay, okay, du machst uns überhaupt keinen Schaden. Na super, dann können wir da jetzt mal richtig schön draufhauen. Das hat gesessen und nochmal. Und Traumabewältigungsanzug erledigt. Einstellung der Feindseligkeiten abgeschlossen. So. Aber wir sollen uns jetzt nicht allen Ernstes bis zur Kuppel durchschleichen, oder? Oh, wir sind gelevelt, geil. So, was machen wir denn jetzt, Freunde? Wir machen jetzt erstmal Wissenschaft auf 85. Nahkampfwaffen auf 20. Medizin auf 75. So. Das sind immer so diese Schwellenbereiche, die man braucht, um spezielle Gesprächsoptionen auszulösen. So, was könnten wir denn noch brauchen? Für irgendeine Mission in Fallout brauchen wir auch noch Sprengstoff für diese, na, diese Versager-Truppe von der NCR. Besser gesagt von der RNK, wie es ja im Deutschen heißt. Aber das machen wir alles später. Das ist eine ganz andere Mission, um Gottes Willen, bis wir da wieder sind. Dauert wahrscheinlich Ewigkeiten. So, schleichen lassen wir jetzt einfach mal. Huh, wo können wir denn noch reinskillen? Dietrich. Hm. Ich glaube, Dietrich 100 gibt es gar nicht, oder? Ist es, oder nennt sich das dann sehr schwer zu knacken? Hm. Naja, gut, okay. Medizin... Medizin, Sprache vielleicht noch ein bisschen was. Sprache und Feilschen. Wir können ja mal Feilschen machen wir auf 57 und Sprache machen wir einfach mal auf 77 und lassen das Ganze jetzt einfach mal so. So. Und jetzt geht's mal hier lang. Also ich gucke jetzt echt mal, dass wir hier zum... Zeit zum Kämpfen. Alter, das gibt's doch nicht! Lass mich doch in Ruhe. Ich will jetzt nicht kämpfen. Mann... Und ich sehe vor allem die Gegner nicht auf der Karte. Das gibt's doch nicht. War das schon alles? Vorsicht vor Dr. Möbius' Armee. Schluss mit Schleichen. Jetzt wird gekämpft. Und suchen nach Intelligenz, die sie verschlingen und verdummen können. Oh. Boah, es hat mitgebaut. Jetzt hör doch mal auf, ständig automatisch Stimpacks zu initiieren. Das ist scheiße. Ich würde die gerne dann nehmen, wenn ich sie brauche. Boah! Sag mal, diese verdammten Lobotomiten. Das ist doch keine verdammte Armee, was Möbius da hat. Es ist einfach nur ein Haufen Irrer, die letztendlich genauso sind wie wir. Denn das sind ja bitte letztendlich genau diejenigen. Ich will nicht, dass du stirbst.
Ja, danke, danke, danke. Das ist zu freundlich. Anzug. Okay, jetzt reicht's. Jetzt, Alter, was soll denn das? Nein, jetzt hör auf, scheiß Stimpaks zu injizieren. Ich raste aus. Mann. Ich meine, ich finde den Anzug super, aber ganz ehrlich, dann nehme ich jetzt wieder die normale Kampfrüstung. Das reicht. Boah, Alter. Alter, das ist nicht mehr normal. Diese Waffe, die pustet einfach alles weg. Das ist unfassbar. Ja, genau, den spürst du jetzt. Nein, nicht runterfallen. Ach, Mist. Also tut mir leid, ich habe jetzt gerade wirklich den Anzug ausgemacht, weil der ballert uns die Stimpaks um die Ohren. Das ist nicht geil. Ich würde mich lieber durch Sunset Sarsaparilla oder irgendwas heilen lassen, als jetzt die ganze Zeit nur die Stimpaks wirklich zu benutzen. Das ist scheiße. Ich finde das nicht cool. Wir brauchen... Ich weiß, wir brauchen den Anzug dann, aber... Mann... Wie viele Stimpaks haben wir denn jetzt noch? 5! Alter! Mann, das darf doch nicht wahr sein. Ich meine, ich finde das Ding ja schon geil, weil das uns automatisch im Kampf immer heilt, aber so viele Stimpaks haben wir einfach nicht. Und ich werde definitiv noch ein bisschen mehr in Nahkampfwaffen skillen, das geht einfach nicht anders. Und da hinten steht ein Kran, cool. Oder von den Lobotomiten. Die können wir jetzt einfach mal am Arsch. Und ich muss mal kurz auf die Karte gucken, wo wir gerade sind. Ja, wir sind auf dem besten Weg auf jeden Fall. Und ich glaube, ich nehme doch die Straße. Weil hier ist irgendwie alles komplett verseucht. Wobei. Na, gehen wir erstmal hier hoch. Hier sind so viele Orte, die wir noch erkunden können. Da hinten sind riesige rote Kristalle. Riesige rote Kristalle. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Jetzt gehen wir mal hier noch rein. Okay, ist nur ein kleiner Raum. Und hier haben wir ein Tonband. Autodoc-Upgrade. Frisurverbesserung. Ah. Und ich sehe schon, da unten liegt noch was. Rezepte. Feilschen. Was? Feilschen-Fertigkeitsbuch. Geil. Das müssen wir dann alles mal im Becken noch machen, wenn wir hier fertig sind. Wenn wir mit Möbius abgerechnet haben, liebe Freunde. Was haben wir hier noch? So, zack und zack. So, zack. Was haben wir hier noch? Korken, Sunset Gorilla. Nehmen wir alles mit. Schreibtisch, Korken, sonst nichts mehr. Und tatsächlich, man findet ja die wirklich wichtigen Gegenstände. Oder sage ich mal, die Gegenstände, die einen wirklich weiterbringen, findet man ja meistens in irgendwelchen, ja, ich sag mal, Nebenräumen oder Orten, wo man einfach überhaupt nicht hin muss oder hinkommt auch. Wie dem jetzt hier. Oh Mann, es gibt wieder so viel zu entdecken jetzt. Und hier sind riesige rote Kristalle. Und ich habe echt keinen Bock, da jetzt runterzufahren. Da liegt eine scheiß Mine auf der Dings. Ich meinen gigantischen Roboskorpio nicht angelassen habe. Das Ding ist ein echter Stromfresser. Seinen gigantischen Roboskorpio, oh Scheiße. Das gibt's doch nicht. Mal kurz hier wechseln. Ich baller mal kurz die Mine über den Haufen. Oh, so viel Munition haben wir dafür noch. Geil. Boom. Ja, komm schon. Ja, ballert ruhig weiter. Macht mir eh gar keinen Schaden. Ist ja lächerlich. Ah. Aber ich mache euch auch keinen Schaden, weil ich euch nicht treffe. Hä, ich häng fest. Na komm. Ab in den Wetz-Modus und mal richtig schön draufhauen. Wow. Nachladen. Irgendwie ist die Axt am Ende doch effektiver. Vor allem, weil ich hier nichts treffe. So, das muss aber richtig sitzen. Wunderbar. So, immerhin haben wir für die Waffe noch ein bisschen Munition. So, und jetzt nehmen wir mal Sunset Sarsaparilla. Stimpaks, von denen wir fast keine mehr haben. Vielleicht sollte ich mich echt reinschleichen, aber ich weiß einfach nicht. So, okay. Wir speichern nochmal schnell.
Freunde, Freunde. Irgendwie glaube ich, wir sind nicht so hundertprozentig bereit, uns dem zu stellen. Irgendwie mangelt es an allen Enden an Stimpaks und Munition. Aber ich habe halt auch keine Ahnung. Umso länger wir uns hier aufhalten, desto weniger haben wir davon. Wir kriegen ja einfach nicht mehr dazu. Ich meine, woher sollen wir die auch bekommen? Oh, oh. Ist bestimmt wieder 1 Million Lobotomiten unterwegs. Ach du Scheiße, wie tief geht's denn da runter? Und, was ist da unten? Mr. Gatzis, was? Oh! Ja, ballert ruhig weiter. Na, komm. Jetzt nehmen wir einfach mal so einen unmöglichen Weg hier. Oh. Das sollten wir nicht runterspringen. Oh! Was? Was ist das? Ah! Was? Haha, was ist das? Alter! Ich will da wieder hoch, hey! Ich kann nicht mehr springen. Was? Nein! Alter, was? Und wieso wachsen da so geile Pflanzen? Nee, es sind wahrscheinlich wieder solche bepflanzten Gegner. Was? Was? Das ist ja ekelhaft. Oh Mann. Ja, ich nehme jetzt tatsächlich einfach mal den Tarantel. Ich habe keine Ahnung, wie viel Schaden ich dir jetzt mache. Und da kommen wahrscheinlich jetzt die anderen Viecher. Na geil! Sporenpflanze, was ist das jetzt? Wow! Da Fuck! Okay, die kriegen wir schnell weg. Da oben ist immer noch die verdammte Sporenpflanze. Das Uncanny-Wally-Forschungszentrum wurde bis auf Weiteres geschlossen. Das heißt, bis es jemandem auffällt. Ich kann's nicht erwarten, dich zu... Ja, komm her, na, komm her! Spring, komm schon! Ich warte auf dich, du Bastard! Ja, genau das meine ich. Patient Null. Ja, zur Hölle mit dir. Dicke rote Paste, geil. Keine Ahnung, was wir mit irgendwann mal anfangen können. Alter, Mr. Gatzi, hallo! Willkommen in der Hölle! Komm her! Na, komm schon. Wir heilen uns nochmal kurz und wir haben jetzt... Okay, jetzt haben wir so gut wie gar keine Stimpaks mehr. Ach du Scheiße. Hi! Nichts ist mir lieber, als eine andere arme Sau für ihr Land sterben zu lassen. Oh! Oh! Was? Hör mal auf in der Scheiße. Das gibt's doch nicht. Alter, das ist echt hart hier gerade, Freunde. Das ist nicht ohne. Das heißt nicht ohne, das ist verdammt heftig hier gerade. Komm her. Wie schmeckt das, verfluchte Kommunistensau? Ich bin keine verfluchte Kommunistensau, Alter. Du bist ein abgefuckter Roboter. Na, komm her. Los. Ja, puste noch ein bisschen mit deinem... Feuerzeug durch die Gegend. Na, komm her! Scheißteil. So. Ja, ich weiß, da oben ist eine Pflanze. Die greift uns jetzt an. Bla, bla, bla. Los, komm her. Oh, ich glaube, die Pflanze backt ein bisschen. Na gut, von mir aus. Ich glaube, ich muss da unten durchs Tal, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh Mann, ey. Ich gucke nochmal kurz auf die Karte. Ja, definitiv. Wir müssen da unten durchs Tal. Ich laufe jetzt mal noch zu einem Ort, wo wir uns schnell hinporten könnten. Wenn wir denn wollten. Und dann porten wir uns mal kurz zurück zum Becken. Ruhen uns nochmal kurz aus. Weil ich will mal gucken, ob ich jetzt echt irgendwoher noch Stimpaks kriege. Das gibt's einfach nicht. In Simus verkaufe ich alles. Verkaufe ich auch die Rüstung.
Damit wir wieder ein paar Stimpacks zusammenkriegen, weil das geht einfach gerade überhaupt nicht. Das ist furchtbar. Oh, scheiße, wir sind fast bei der Einrichtung. Oh, oh. Oh, oh. Holzkiste. Eine Leiche. Und da oben ist ein Gegner angezeigt gerade. Sunset Sarsaparilla. Stimpak. Helft mir. Ach, nur Roboskorpione, Gott sei Dank. Ja, dir entkomme ich nicht, du entkommst mir nicht, Freundchen. Ich weiß, wo du bist. Ich weiß, wo du bist und ich komme dich holen. So richtig schön, wie die Axt die immer schön zurücktreibt. Wow, mir entkommen sie nicht. Bitte umgehen Sie Boomtown in der absehbaren Zukunft, bis die Waffentests abgeschlossen sind. Okay, ja, seems legit. Was noch nicht glaube. Ja, ist der Eingang, scheiße. Wobei, scheiße kann man ja nicht sagen, ich meine. So, Eingang zur Kuppel der verbotenen Zone. Oh, oh, oh. Okay, Freunde, wir reisen mal jetzt aber ganz schnell. Also wir können jetzt Schnellreise hinmachen, wunderbar. Dann können wir da jetzt mal schnell zur Denkfabrik zurückreisen. Wir müssen jetzt uns echt Stimpacks oder irgendwas besorgen, womit wir, womit wir hier definitiv ein bisschen weiter vorwärts kommen, weil ganz ehrlich, mit einem Stimpack kommen wir hier nicht weit. Das bringt gar nichts. Null. Sinnlos. Deswegen. Benötigen Sie sonst. Ja, komm, ist gut. So. Schönheitsoperation. Haare schneiden lassen. Das bringt ja nochmal Implantate. Alter, 8000 Kronkorken. Nichts tun. Einfache körperliche Untersuchung. So, wunderbar. Wir sind vollkommen gesund. Jetzt gucke ich mal weiter. Benötigen Sie sonst... Bla bla bla. Schönheitsoperation, das brauchen wir ja alles nicht, oh Mann. Schönheitsoperation, komm. Boah, das will ich gar nicht. Ach, Mann. So, wir sind vollkommen gesund, ich weiß. So, jetzt gucken wir mal kurz weiter, ob wir uns noch irgendwo hier Stimpacks besorgen können. Womit kann ich dienen? Ja, komm, ist gut. Bla bla bla. So. Stimpacks, bitte. Ich kaufe dir alle ab, die du hast. Wenn du welche hast, bitte. Nein! Oh Mann. Das ist doch scheiße. Muss ich jetzt ohne Stimpacks machen? Mann. Das ist doch einfach ultra mies. Stimpack kann ich aber herstellen. Und dafür brauche ich noch Brockblumen und Xanderwurzeln. Geil. Brockblumen und Xanderwurzeln. Toll. Woher kriege ich die? Kann man die ja kaufen? Bestimmt nicht, oder? Brockblumen und Xanderwurzeln. Wahrscheinlich nicht. Also wenn der Brockblumen hat, also nee, hat er schon nicht. Und Xanderwurzeln hat er auch nicht. Geil. Ja, Freunde, was machen wir jetzt? Müssen wir wohl ohne Stimpack spielen? Das ist einfach... Das ist einfach krank irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Hallo Toaster. Nee, mit dir rede ich jetzt erstmal nicht. Geht ja auch gar nicht. Dann müssen wir es jetzt wohl anders machen, Freunde. Dann müssen wir wohl leider Gottes so gegen die antreten. Okay. Okay, okay, okay. Immer wieder Ruhe. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ich habe ultra Schiss. Aber wir schaffen das. Jetzt kommt es erstmal auf einen Versuch an. Wenn wir halt sterben,
Kommen wir hier gerade wieder raus? Autospeichern ist ja eh aktiv, das heißt, hier kann eigentlich nichts passieren. Und dann gehen wir jetzt mal rein. Aber ich nehme die andere Rüstung wieder. Kleidung, Tarnanzug. Mit was kann man den denn reparieren? Mit der Kampfrüstung? Aber wahrscheinlich kann man den mit allem reparieren. Tatsächlich, scheint so zu sein. Ah, okay. Wow! Wir schleichen gerade. Im Kassel-Dor-Gebiet und in den Nachthirscher Verbindungseinrichtungen ist es seltsam ruhig. Zu ruhig. Ja, das wissen wir doch längst. Was? Ey, jetzt kommt da auch noch einer! Und der verabschiedet sich wieder in die Wand. Wunderbar. Na komm, stirb doch endlich. Ah, dann halt nicht. Alter! Das darf doch nicht wahr sein, ey. Das ist doch ein blöder Witz. Ich werde hier schon fertig gemacht von den kleinen Roboskorpionen, die herumlaufen. Und wieder nachgespawnt sind. Wir haben keine Stimpaks mehr. Was? Vielleicht bist du mit einem Autodockanzug besser dran. Ja, was? Ein Autodockanzug? Es gibt einen Autodockanzug, ernsthaft? Wir haben keine Stimpaks mehr. Vielleicht bist du mit einem Autodockanzug besser dran. Wir sind dran. Freunde, wir sind dran. Das war's. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll.